Ja, dann einen schönen guten Abend, liebe Pressevertreter und liebe Gäste drüben im VIP-Raum noch unten im Penalty-Bistro. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Derby Rote Teufel gegen die Löwen aus Frankfurt. Ich habe beide Coaches bei mir vorne, zu meiner Rechten aus Frankfurt, den Trainer Tim Kehler. Herzlich willkommen, welcome to the press conference. Zu meiner Linken unseren Coach Peter Kojala, möchte aber wie immer als erstes das Statement vom Gästecoach haben. Und ich frage Tim, wie hast du das Spiel denn heute, dieses intensive Spiel dann gesehen? Your statement after this game was a very intensive one, only one goal. What's your statement afterwards? Ja, schönen guten Abend. Congratulations to Petri and Bad Nauheim. It was a great derby game. It was a great atmosphere, and it was intense as well. Zero goals for, though, is becoming a little bit too common for us. Tonight, I thought we deserved a little better. I thought we applied a lot of pressure, especially in the third period. I thought we were pretty good. Credit to the defensive posture that Nauheim played, and Ramo, I thought, certainly was the difference in the game. But we're struggling to score goals. We need to stay with it and continue to be persistent. Again, congratulations to Petri. I thought it was a great game tonight from both clubs and a terrific atmosphere to play in. Okay. Ja, danke schön, Tim. Thank you. Ich fasse ganz kurz zusammen. Er sagt, es war ein tolles Spiel, tolle Atmosphäre hier heute Abend, ein intensives Spiel. Sagt aber auch natürlich null Tore. Das kommt ihm jetzt in letzter Zeit etwas zu oft vor. Viel Druck gemacht seine Mannschaft, vor allem im dritten Drittel. Aber Mikko Remel hat er den Unterschied gemacht. Und er sagt am Ende, tolles Spiel, aber leider zu Ungunsten. Und sie müssen wieder zurück in die Spur kommen. Ja, Petri, was sagst du? Ich denke mal, ähnlich, das kann man so unterschreiben, oder? Ja, guten Abend, das kann man wirklich unterschreiben. Das war von beiden Mannschaften ein guter Tempo. Wir haben da insbesondere in der letzten Drittel, wenn Frankfurt Druck gemacht hat mit unseren Fans am Rücken, haben wir sehr gut unsere eigene Defensivzone da gespielt und neutrale Zone allgemein gut gemeistert. Und was aufs Tor kam, das hat Mikko da super rausgeholt. Und ja, ich glaube, es war würdige Derby. Ja, danke schön, Petri, danke schön beiden Coaches. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse. Wer möchte das? Kurz zu Petri Kujala. Neuer Spieler, Laurila, wie bist du zufrieden? Zwei Spiele hat er gemacht. Heute sehr souverän gegen Kaufbeuren, ein bisschen unglücklich. Hat die Statistik gesehen, -3 bei allen drei Gegentoren. Wie hast du ihn heute gesehen, insgesamt gesehen? Ja, Henry ist genau das, was wir haben wollten. Hat strahlt Ruhe dahinter, spielt seine Mann gegen Mann-Situationen. Sehr souverän, auch wenn man daran denken muss, dass er 8 Monate lang fast nicht gespielt hat. Also er wird noch, wenn möglich, noch stabiler. Er hat natürlich seine starke Offensive noch gar nicht richtig ins Spiel gebracht, hat ein Hammesus, aber ich bin sehr zufrieden, wie er heute gespielt hat. So wie ich bin zufrieden von jedem über erste bis vierte Reihe von jedem Mann. Sehr, sehr solide Leistung heute. Weitere Fragen? Stefan? Petri, wie hast du die beiden neuen, also nicht die beiden neuen, die dritte und vierte Reihe hast du umgestellt. Wie warst du zufrieden mit den beiden Reihen? Sehr zufrieden. Ich habe einziger Grund für die Umstellung war eigentlich, dass ich in vierter Reihe ein Center gebraucht habe und die Jungs haben einen guten Job gemacht alle. Noch weitere Fragen? Das schneiden wir raus. Herr Berger schneidet mal raus. Gut. Frage, wenn der Finne sich so weiterentwickelt, heute eine große Leistungssteigerung anscheinend gegen Kaufbeuren, ein Spiel, was ich nicht gesehen habe, aber ich habe es nur gehört. Wäre es eine Idee, da man ja auch mit dem Felix Pick einen deutschen Torhüter hat, eventuell mit 4 Feldspielern zu operieren, falls der Schwede wieder fit wird? Davon gehen wir alle aus. Und dann müssen wir dann variieren, kann auch mal taktisch bei Sperren, bei Verletzungen etc. pp. Wird das nicht bezahlt machen, auch in puncto Zuschauerzahlen? Sehr gute Idee. Aber wie gesagt, man muss alles muss bezahlbar bleiben und ich meine, heute zum Beispiel hat Düsseldorf den Felix gebraucht wieder und das ist manchmal vielleicht ein bisschen zu großes Risiko. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit unseren Ausländern. Ich sehe da jetzt keine
Also gibst du Geld oder was? Ja, aber das sind alle, der Henry hat bei uns kurzer Vertrag und alles andere überlegen wir dann, wenn es soweit ist. Zusatzfrage, wird denn er bereit sein oder ist es noch zu früh, eventuell länger hier zu bleiben? Oder kann er das aus bestimmten Gründen nicht, beruflich, privat, was weiß ich, was alles da anliegt? Das habe ich gar nicht gefragt, aber Bad Nauheim ist ja sehr schön. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, eine hast du noch, Freude. Tim, kurze Frage. Gegen Bittigheim, 2 Tore, heute keins. Fehlt ein bisschen der Zug zum Tor aktuell oder woran liegt es? You understand that? I said two goals against Bittigheim, but today no goal. What is the problem? We haven't put the puck over the goal line is the problem. It's, tonight, I don't know what the shot totals were, but this is indicative of how we've been playing. Not much luck around the offensive zone. I thought tonight we deserved more than what we got. In games past, we've been guilty of not competing hard enough offensively and not being in the key areas in the offensive zone. Tonight, I thought we were good, and Ramo was better. It's okay. Übersetzen? Passt. Noch weitere Fragen? Die Frage war, ob man das Wort Krise in den Mund nehmen soll. Is the word crisis correct for the time being, in your point early? Of view? Is this too early? Or is it too early? It's only a crisis if they're out of food at the buffet, Joe. I think we're tied for third place. 7 wins. We're in pretty good shape, I would say. So it's not time for crisis yet. I feel like in the press world, but not for the trainers in the Löwen. Also, nehmen wir nicht in den Mund das Wort. So, noch weitere Fragen? Wenn es dann keine mehr gibt, wir hatten heute Abend 4.445 Zuschauer und das bedeutet bei uns ausverkauft. Wir haben unser nächstes Spiel nächste Woche Sonntag, der 25. Oktober, 18.30 Uhr. Gegner sind dann die Lausitzer Füchse und am Freitag zuvor unser Team in Bremerhaven. Natürlich alles Gute. Euch einen guten Nachhauseweg, good way back home. It's not too far away, so should be home pretty fast and soon. Und euch allen noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche dann. Dankeschön. Ciao.